helfen, das Bein braucht man immer mal wieder, ja, definitiv. Mal gucken, was wir mit dem Bein alles so machen können. Dafür brauche ich erst die Sicherung. Da ist sie. Damit brauche ich das Befüllen. Mit dem kann ich wahrscheinlich nichts machen. Da kommt er ja nicht dran. Kann ich... Ich habe später noch... Warte mal, ich muss wahrscheinlich sie mit dem Kran dahin packen. Das heißt, ich muss die Weiche mit einem Hebel so umstellen, dass... ja, dass mein Kart hier hinfährt. Dann kann ich sie mit dem Kran durch den Trichter in das... Kart laden. Würde ich jetzt mal schätzen. Das heißt, hier kann ich im Moment nichts machen. Was habe ich hier noch offen? Da oben ist eine Signallampe, aber das bringt mir nichts, weil ich nicht hochkomme. Fahren kann ich damit auch nicht, weil das ist keine Meisterleistung. Ich habe ein schmutzigen Spiegel, ein Skelettbein. Ja, und die beiden Lampen. Die beiden Lampen brauche ich wahrscheinlich später irgendwann. Ich möchte erst hier nochmal gucken, was ich hier machen kann. Hier habe ich eben gar nicht geguckt mit Leertaste. Kann ich ihm den Schnaps einfach klauen? Wahrscheinlich nicht. Leute treten. Einen Schluck, habe ich gesagt. Nicht die ganze Flasche. Bla bla bla. Habe ich erzählt, dass ich Angst habe? Was zum... Oh, hier. Dann einen auf meiner Flasche trinken? Oh, hier. Oder andere. Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Wer würde sich dann noch von mir eine Operation unterziehen lassen? Tja, wer? Wisch sofort den Flaschenhals ab. Aber gründlich. Okidoki. Ja gut, welche Flaschen halt ab. Wisch sofort ja, den Flaschenhals okay. ab. Aber gründlich. Okidoki. Okay. Scherzen bringen Glück, ja, aber ich brauche kein Glück. Was? Du brauchst kein Glück? Du brauchst mega viel Glück. Kann ich dem Doktor das zeigen? Mit einem unendlich langen Hebel und einem fixen Punkt könntest du... Ja, ja und so weiter. Ich brauche keine Belehrung. Natürlich nicht. Okay. Vielleicht... Gehen wir dann nochmal hier hin, machen das nochmal auf. Und setzen da die Lampe ein. Weil jetzt haben wir sie ja gewechselt. Okay. Nee, warte mal. Da war ja vorher die rote drin. Dann machen wir jetzt die weiße rein und dann haben wir alles verändert. Ich weiß zwar nicht so genau warum, aber wir haben alles verändert. Da komme ich nicht hin. Ab. Ein Bein reicht mir. Das ist eine gute Idee eigentlich, Wadli. Da liegt nun wirklich schon genug Schrott. Da ja, liegt nun ja aber du sollst ja auch mit dem Schrott. Nicht solange ich noch zwei eigene gesunde Beine habe. So gerne ich auch schon. Nein, du sollst nicht, ja. Vergesse mal, dass ich das jetzt rausnehmen muss. Kann ich eine Warnlampe an meinem Mindbike? Ja, sehr sinnvoll. Wenn ich schon etwas einbaue, dann bitte auch was naheliegendes. Ach, das ist nicht naheliegend. Turbobeschleuniger. Ein Turbobeschleuniger. Was bringt mir der Spiegel? Hier fehlt doch. Ach, na klar. Warte mal, ich kann das wirklich nicht mit dem Ding machen. Der tote Schaffner wird zum Weichenhebel. Welche Ironie. Ja, stimmt. Eigentlich müsste der alles desinfizieren, ja. Nicht. Ich brauche wohl. Okay, da ich nicht hochgehen kann, gehe ich tatsächlich nochmal zurück nach. Nach hier.
Ich habe zwar keine Ahnung, was ich mit dem Spiegel mache, aber mit dem Spiegel kann ich vielleicht die Signallampe. Dafür muss ich den irgendwo dran packen. Kann ich ihn da? Na, wer ist der Schönste im ganzen Land? Ja, du nicht. Ich sollte ihn lieber irgendwo aufhängen, wo mehr Licht ist. Ja, schon klar. Du hast deine Signallampe drin, jetzt eine rote. Spot auf. Einen dreckigen Spiegel. So bringt das irgendwie noch nichts. Okay, dann musst du den Spiegel sauber machen. Das heißt, ich brauche einen Lappen. Damit könnte ich dann wahrscheinlich auch... Wisch sofort. Warte, was sagt der so zu mir noch? Ausstiegschwäche, bla bla bla, seine Herausforderung, Thema Frauen. Okay, dann sagt er mir nichts. Kann ich mit dem Skelettbein das Ding hier aufmachen? Ich glaube ja irgendwie nicht dran, nicht aber. Solange ich noch zwei eigene gesund. Okay, das bringt mir auch nichts. Kann ich damit den Schlüssel angeln? Zu hoch, aber egal. Deshalb solltest du das Bein nehmen, du. Oh, über Kopf zu arbeiten ist eh ungesund. Okay, das bringt mir alles nicht so viel. Während ich nachdenke, schicke ich ihn nochmal nach dahin. Wir haben ja jetzt auch noch nicht so viel. Der Dunkelheit. Sie verzerrt die Schallwellen. Bei Licht hat mein Sonar immer 1A funktioniert. Was bringt hier der Horizont? Sagt er dann auch, dass es so schön ist? Bis zum Horizont. Ja, okay, gut. Also da passiert auch nichts. Let me think about it. Ich muss irgendwie machen, dass er hier drin rumwühlt. Das macht er aber nicht. Kann er den schmutzigen Spiegel dahin werfen? Ich schätze aber mal, dass ich den schmutzigen Spiegel sauber machen muss, damit ich nach da rechts komme, indem ich da Licht reinleite. Das heißt, den brauche ich hier nicht. Er kann mit dem Bike da nicht fehlt ein, fahren. Ein Stümpel. Einen Zylinder. Ein Stümpel. Ein und Stümpel. Naja, auf jeden Fall fehlt da was. So viel erkennt der Fachmann. Okay, da fehlt was. Nicht solange ich noch zwei. Ein Bein fehlt nicht und der Spiegel. Ich weiß, es wird nicht der Spiegel sein, aber. Egal. Hätte ja rein theoretisch sein können. So gut, dann gehe ich doch nochmal nach hier. Und da muss man. Ich habe später noch Zeit, meinen gefürchteten drei Puppen. Okay, so das bringt auch nichts. Wenn ich da die Glühbirne reinschraube, bringt mir das auch nichts. Nee, ich glaube, den Spiegel brauche ich, um das Licht in den Tunnel zu leiten, damit Mister was erkennt. Mehr ist wohl nicht zu. Nein, wahre Kreatur. Okay. Nein, wahre Kreatur. Nein, du sollst nicht den. Na, warte mal. Es ist immer gut. Nein, du sollst das Ding nehmen. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man erfindungsreich ist. Ja, mach mal. Immer noch nichts. Achso, ich dachte schon. Hab ich jetzt den. Wow. Hä? Achso, weil ich jetzt in das Bein reingeschickt habe. Soll ich das Bein aber nicht mehr? Ich will das Bein wieder haben, ey. Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen. Ja, genau, das soll man nicht. Ja, das ist wahr. Gut, okay, dann bin ich jetzt erfolgreich das Bein losgeworden. Was kann ich denn hier noch machen? Nix. Dieses Mal besorge ich uns ein würdiges Gefährt. Eines von, ich weiß, Hirnimplantat und so. Aber würde es dir etwas ausmachen, über die Schlucht zu springen? Am besten in diesen Trichter da. Na gut, ich lass mir was einfallen. Ich wucke, das macht dir bestimmt nichts aus.
Okay. Also habe ich jetzt aus Versehen den Kran repariert. Also, passiert. Kann ich mir jetzt ein zweites Bein holen? Ich kann hier echt nichts anderes machen, ne? Ich kann mich auf den Sitz setzen? Nee, da kann ich nichts machen. Jetzt habe ich das Bein nicht mehr. Da sagt er mir nur das Gleiche. Alle Signale stehen auf Los. Warum bin ich überhaupt noch hier? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ich brauch sowas wie einen Hebel. Zieh dir mal das andere Bein auch raus. Ein Bein reicht mir. Du hast das Bein doch gar nicht mehr. Hey du, halt mal den Spiegel. Nein, du sollst nicht halten. Na, so ist das aber nichts. Du musst mir schon etwas entgegenkommen, fauler Sack. Was machst du, wenn ich diesen schmutzigen Spiegel zeige? Spiegel kann man übrigens verwenden, um... Ja, und so weiter. Ich brauche keine Belehrung. Natürlich nicht. Das bringt mir auch nichts, okay. Ich nehme mal die Signallampe wieder raus. Ich guck mal. Wenn ich ehrlich bin, davon gehe ich fast aus, Lucy. Dass mir das noch fehlt. Scherben, aber ich brauche kein Glück. Ich bräuchte einen Lappen. Oder so ein Tuch oder so, dass wir. Ups! Ich drücke immer einmal zu oft auf den Knopf, es tut mir leid. Ich bräuchte sowas wie ein Tuch oder so ein Kram, damit ich den Spiegel sauber machen kann. Oder einen Hebel. Aber beides habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Und zumal ich hier auch nicht weiter interagieren kann. Also es bringt mir nichts. So, weil hier sagt er mir, es ist abgeschlossen. Ich habe aber immer noch keinen Schlüssel. Der Typ labert immer das Gleiche. Das muss ich abwischen. Der Schlüssel ist zu, da komme ich nicht dran. Und noch ein Bein von ihm kann ich mir nicht nehmen. Seine letzte Weiche gestellt. Ja, das stimmt allerdings. Wenn ich hier reingehe, meckert er nur rum, dass es dunkel ist. Weswegen ich wahrscheinlich mit dem Spiegel da das Licht... Ich weiß nicht, ich hab mit dem doch eigentlich eben geredet, oder nicht? Ich glaube. Hallo! Hm? Was? Oh. Hab ich da. Ich hab eben doch so ausführlich mit dem Opa geredet, als wenn das Einzige ist, was ich nicht gemacht habe. Ich habe noch mit. Immer her. Ja. Wenn zum Beispiel das Heimbike nicht anspringt. Du meinst die rostige Schrott. Die einzige Option, die ich nicht ausgewählt habe, naja, ist die, die mich bald nicht brauche, schon klar. Da ist wohl mal wieder der gute alte Bremsflügelrundschaft im Dorsalkonfiminator auf der horizontalen Achse invertiert. Auf der was? Ja, klar, Rufus, so viel habe ich auch verstanden. Freu dich doch, dass es nichts Ernstes ist. Für Bastler wie uns kein Thema, nicht wahr? Doch. Ich wollte nur noch mal eine zweite Meinung einholen. Also wirklich, da gibt es doch keine zwei Meinungen. Der aviale Stromumkehrer ist kaputt. Zum Glück habe ich gerade einen gefunden. Hier. Hey. Achso, das gibt er mir direkt, oder was? Ist ja genau das, was ich brauche, offenbar. Ist. Soll ich dir auch noch beim Einbauen? Nein, soll er nicht. Unsinn. So ein Stromdingens einzubauen. Ich hab so viel mit dem geredet. Ihr wollt es so unglaublich, ey. Ja, das ist mir auch mal. Dass ich die einzige Gesprächsoption, die ich brauche, übersehe. Verlassen. Seitdem schlafe ich nicht mehr auf Wasserbettmatratzen. Auf Wasserbettmatratzen? Ich hätte gerne ein Wasserbett, muss ich gestehen. Ich glaube, Wasserbett fände ich übel geil. Nichts, was ich sehe. Selbst die Iron. Ja, bla bla bla. Ich muss. Red doch nicht so viel. Baust da ein. Dann wollen wir mal. Mutschi, immer das gleiche mit diesen Ravioli-Umdrehern. Hoffentlich ist er noch heil. Jetzt gehst du zum Schrott her. Wo ist das Ding hin? Ja, such mal. Da. Und da. Und da. Da. Und überall! Das sieht genauso aus. Verdammt, was gehört denn jetzt dazu und was nicht? Ihr nehmt einfach alles.
Oh nein, jetzt muss ich mit dem Typen reden, oder? Okay. Dann fangen wir mal an, mit dem Typen zu reden. Damit wir rausfinden, was ist. Hallo. Was? Ich meine, das war das Runde auf jeden Fall. Mal gucken. Das hat er, glaube ich, hier alles gesagt. Wie war gleich dein erster Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Nein, habe ich nicht. Also, man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Okay, nochmal. Hast du mir denn nicht? Man kann eine Schraubmuffe sphärisch klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Okay, gut. Muss ich mir das jetzt alles anhören? Wie war gleich? Hast du mir denn nicht zugesagt? Solange der Mauve-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch geben. Das kann ich mir nie merken. Ich hoffe, ich kann das nacheinander machen, sonst wird das nichts. Das kann ich mir niemals alles merken. Also, die Schraubmuschel auf den, die Steckmuffe auf den kubischen und die Klemmmuffe auf den. Man kann eine Schraubmuffe. Ah, okay, ich kann auf die Zahlen drücken. Aber niemals eine Klemmmuffe auf den kubischen. Nein, ich schreibe mir das nicht auf. Ich kann auch einfach auf die Zahlen drauf drücken, habe ich gerade rausgefunden. Das hätte ich nämlich auch nicht. Will ich das wirklich so machen und jetzt auf die ganzen Zahlen drauf drücke? Nein. Ich will das nicht mit den Tipps machen. Ich laufe wieder zurück. Ich will das mit dem Reden machen. Ich will mir das merken. Ich will nicht da jetzt so cheaten und das mit dem ganzen. Und da auf die Nummern drauf drücken. Das ist mir. Hallo. Das finde ich cheaten. Das will ich nicht. Oh. Geht dann ja gar nicht mit dem. Auch wenn das jetzt ein bisschen länger dauert, ich versuche mir das zu merken. Nochmal zum Thema Frauen. Dein zweiter Tipp. Okay. Hast du mir denn nicht zu? Nein, habe ich nicht. Also, solange der Mauve-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch geben. Okay. Dritter Tipp. Wie war noch gleich dein dritter Tipp? Hast du mir denn nicht zugehört? Also, ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Oh Gott. Ist das kompliziert? Ja, so gut. Okay, dann setze ich das jetzt um. Vielleicht benutze ich doch die Tipps hier. Weil ich habe schon wieder alles vergessen. Solange der Mauve-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen avialen Stromumkehrer mit Mauve-Flansch. Okay, das heißt, du kommst nach da. Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Dorsal mehr als Bidorsal. Vier Speichen, Schrauben. Zwei Speichen, Klemmen. Vier Speichen, Schrauben. Vier Speichen, Schrauben. Zwei Speichen, Klemmen. Dann war das Klemmen, dann ist das. So einen Stromumkehrer baue ich. Ja, natürlich. Ab ins Inventar damit. Ob ich noch einen zweiten zusammenbekomme? Boah. Nicht schlecht. Gut, okay. Du bist ein Naturtalent. Den dritten baue ich auch noch schnell zusammen. Ich wette, der Doc hätte das ja, was denn, Lucy? Hinbekommen. Nur weil ich jetzt nicht immer hin und her gelaufen bin. Gut, jetzt habe ich Stromumkehrer. Welchen brauche ich jetzt dafür? Was Kolbenartiges hat er gesagt. Und? Es hält. Oh. Ich meine, natürlich hält es. War ja auch von dir gewusst. Kinderspiel für einen Profi. Den
Wenn ich einen Stromumkehrer umkehre, fließt dann der Strom gerade? Eine interessante Theorie. Sobald ich ein Labor in Elysium eingerichtet habe, werde ich dem nachgehen. Okay, mach das. Dann... Doch, fahren wir damit. Dann wollen wir mal. Mach mal. Wie ein Kätzchen. Perfekt. Mit Asthma. Mit Asthma. Ein cooles, explodierendes... Ein cooles, explodierendes Asthma-Kätzchen. Und... Ja, fahr mal. Yippie-yay! Ein Leben! Wow, was für eine Fahrt. Okay, das macht bestimmt Wo Spaß. Wo ich gelandet bin? Hey, Moment mal. Das sieht hier genauso aus wie der Startpunkt. Nur, dass ich in die andere Richtung... Wow, Rufus. Sie müssen die Strecke symmetrisch angeordnet haben. Ja, das könnte gut sein. Ich bin im Kreis gefahren. Dann drücken wir auf den Schalter. Ich wusste, dass das passiert. Okay, gut. Ich natürlich wusste, dass das passiert. Dann gehen wir wieder da zurück erstmal.